Baltimores Hinweise. Am Brunnen, da sollst du zu suchen beginnen, um richtig, und richtig ist der mit den Echos darinnen. Von hier aus 10 Schritt Richtung Fluss wären gut. Danach geh nach links und nicht rein in die Flut. Es sollten genau 20 Schritte sein, derweil kommst du sicher zum Tor hinein. Dann finde die Wege mit ewigem Wächter. Nimm den in der Mitte, die anderen sind schlechter. Und jetzt weist den Weg dir das Ingrant-Zeichen, dann solltest du sicher dein Ziel erreichen. Kommst rechts du an einem Ertrunkenen vorbei, sein Schatten zum Mittag dir Hinweis sei. Okay. Ach so, wir sollen die jetzt befolgen. Na toll, hätte ich es mir vielleicht merken sollen. ja. Dann gucken wir gleich nochmal rein. Was war das für ein Patternhexer? Alles in Ordnung? Ja, das war nur Schutt. Hast du was gefunden? Na klar. Nein, hier ist nichts. Meister Baltimore hatte den Verstand verloren, ehe er starb. Sicher hat er all seine Notizen vernichtet. Woher die Gewissheit, dass er tot ist? Man fand doch keine Leiche. Vielleicht ist er nur verreist. Na, das ist ja praktisch tot. Kein Zwerg, der auf sich hält, lässt seine Leute im Stich. Aber sag mal, weshalb interessierst du dich so für Baltimore? Aus reiner Neugier. Neugier ist gefährlich. Sie hat schon viele auf Irrwege geführt. Drohst du mir? Im Gegenteil. Ich warne dich. Vor was denn bitte? Okay, jetzt nochmal ein kurzer Blick hier rein. Baltimores Hinweise. Am Brunnen, richtig ist der mit den Echos darinnen. Okay, wir brauchen also einen Brunnen mit Echos. Wo finden wir denn bitte einen Brunnen mit Echos? Kurz auf die Karte schauen, ob da irgendwelche Brunnen verzeichnet sind. Ich glaube nicht. Okay, hier in der Mitte ist halt einer, schätze ich mal, dass das einer ist. Dann guck mal da mal hin, vielleicht ist das ja mit Echos so. Echo, Echo. Wie heißt der Bürgermeister von Besel? Esel, Esel, Esel. So, sind hier Echos? Hier sind keine Echos. Ein bisschen ranzoomen. Vielleicht sieht man ja noch irgendwo einen weiteren Brunnen, zufälligerweise. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Nochmal ganz kurz das Büchlein zur Hand. Okay, also in der Nähe von dem Fluss. Karte, da. Manchmal, ja. In der Nähe von einem Fluss. Hier ist ein Fluss. Aber wo ist denn dieser Fluss? Wo ist denn Wergen? Das ist halt jetzt die Frage, wo ist hier Wergen? Das kann man ja alles nicht lesen hier, ne? Okay, dann schauen wir halt einfach mal zum Tor raus. Hier lang. Vielleicht sehen wir da ja irgendwo spontan einen Fluss.
Nehmen wir hier den da oben. Ich glaube, da war sogar ein Fluss, oder? Sei gegrüßt. Ja, sag mir lieber, wo hier ein Fluss ist. Schauen wir mal hier rein. Wenn wir schon mal da sind. Vielleicht können wir was einpacken. Hier noch. Ne, komm ich nicht hin. Okay. Alles in Ordnung? Na klar. Danke Sieh der Nachfrage. Sieh dir an, den General. Guten Tag. Ist sein Gesicht nicht überzart? Aufs Maul, Dies Junge. Antlitz ziert nie ein Wappen. Der General. Verarschen kann ich mich selber. Auch wenn du behauptest, du kannst es besser. Okay. Mal gucken, ob hier ein Fluss ist. Hier ist ein Fluss. Aber hier ist kein Brunnen, glaube ich. Können wir nicht rein, auf jeden Fall. Nochmal auf die Karte. Hier ist der Fluss. Da hinten ist das Lager. So, da haben wir gerade überquert. Ist das hier ein Brunnen vielleicht? Ich glaube nicht. Aber wenn ich jetzt da weiter hochlaufe, kommt kein Fluss mehr, ne? Das ist aber auch echt der einzige Fluss überhaupt. So, hier ist Wergen. Ich glaube, da kommt so nichts mehr. Zack. Wolfsbann. Und es wird Nacht. Kommen wir da hinten irgendwo hin? Oder vielleicht hochklettern kann oder so? Nee. Na, wo war's? Hier. Die guten Haarschleierlinge lasse ich mir noch nicht entgehen. Sind so überaus lecker. Und wunderbar in Tränken. So. Dann. Ist das hier ein Fluss? Und selber kein Brunnen. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. So, ich hasse dich, Hexer. Netter Pferdeschwanz. Oh ja. Und die Haarfrisur ist auch ganz nett. Sieh ihn dir an, den General. Gott. Oh Mann. Manchmal geht's einfach so mit mir durch. Da komme ich wieder nach hier oben, ja. Ich habe schon welche aus Riva getötet. Ja, das freut mich für dich. Ich glaube, wir können bald wieder jemanden aufsuchen, um Sachen zu verkaufen. Spar dir die Tricks. Hier eigentlich dann noch weiter oder ist hier nur die Lava? Oh. Achso, unterhalten. Fummel an deiner Frau rum.
Habe ich leider keine. Ich würde aber gern an dir rumfummeln, Mann. Fummel an deiner Frau. Ach, komm schon. Cool. Ja, ich speichere auf jeden Fall mal zwischendurch. Man weiß ja nie. Halt mal hier raus. Da vielleicht noch irgendwo ein Fluss kommt. Da hinten ist wieder dieses Kutschending. Oh, da ist die, genau. Kann man hier eigentlich auch rein? Kann ich nichts mitnehmen. Boah, ist das lame. Was ist denn da los? Also eine Matratze liegt ja rum, aber nichts mitnehmen. Ich habe da einen Schlüssel für. Okay. Waren wir hier schon mal? Ach ja, klar, waren wir hier schon mal. Natürlich. Ah, okay, das ist gut zu wissen, dass wir hier so schneller ins Städtchen zurückkommen. Also müssen wir nicht komplett außen rumlaufen. Kommen wir nämlich direkt in den Steinbruch rein dann. Was macht der Kollege eigentlich? Ja, schön bist du. Meine Königin. Meine Liebste. Du siehst hinreißend aus. Ja. Alle im Nest beneiden dich. Ich brauche diese Feder nicht. Nimm du sie. Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, wirklich. Gar nicht so kalt wie sonst. Das sind bestimmt diese Magier. Die mit ihren Experimenten. Fingern an der Welt rum und niemand weiß, was dabei rauskommt. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke. Aber ich brauche sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Eben der. Möchte wissen, wozu er so viele Federn braucht. Vielleicht hatte er so viel Platz in seinem Sammelalbum. Und das ist wichtig? Ja, und wie? Sei's drum. Ist eh nicht mein Metier, das Sammeln. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Komm, nochmal das Gleiche, oder? Danke. Du meinst, ja. Möchte wissen... Vielleicht... Und das... Ja. Sei's... Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, das hat man auch schon, ne? Ja, wirklich. Gar nicht so kalt. Das sind bestimmt die mit... Ich mag... Okay. Ja. Wegen einem Treffer hat der Typ ja schon, ne? Wohin des Weges? Geiler Typ. Okay, ja, mal ganz kurz wieder konzentrieren. Magie oder Gefahr? Achso, ja, wir haben jetzt automatisch wieder Baldimos Albtraum, okay. Hier oben ist auch noch... Haarschleierlinge. Na du kleiner Haarschleierling. So, und hier links geht's zum Troll. Schauen wir da auch nochmal kurz hin. Schaden kann ja nix. Oh. Dich nehme natürlich mit. Und dich nehme ich auch mit. Ah, da sind sie, unsere beiden. Schlafenderweise. Ich denke, du störst. Was mache ich? Ich starre doch nicht. So, jetzt mal ernsthaft. So weit kommt's noch. Wo geht's hier lang eigentlich? Oh.
Haken, ja, zeig ich. Oder war noch mehr? Au. Nein. So, Ende Gelände. Mal wieder ein bisschen was von Neckar einsammeln hier. Das ist ein guter alter Neckermann. So. Nee, ist eine Pfütze. Dachte ich schon, hier wäre ein Fluss. Okay. Ihr lernt es wohl nie. Das ging ja schnell. Von hier kam ich, glaube ich. Jo, dann geht's. Oder kam ich von hier? Geh in die Richtung, die die Ingram-Zeichen weisen. Was sind denn jetzt diese Ingram-Zeichen? Sind das die am Wegesrand vielleicht? Die da schon ein paar Mal waren? Wenn wir jetzt hier rechts gucken. Da waren doch hier so Zeichen, ne? Irgendwo. Och, bitte jetzt ernsthaft. Scheiß halt hier, ey. Die sind so lästig. So, hier irgendwo war doch da dieses eine Zeichen. Wo war das denn? War das ein bisschen weiter unten noch, oder? Mal gucken. Hier irgendwo. Da unten ist es. Na komm her. Hier ist es. Sind das diese Dinger? Sind das die Ingram-Zeichen? Ich speichere mal zwischendurch wieder.
verschwendet. Verschwendet. Stirb. Die HP, die nerven wirklich. So, am Anfang war es noch ganz witzig und wegen Schlägerei und dann das mit den Federn und so hin und her und geil und co. Und dann vielleicht noch eine tragende Rolle hier im Suchen dieser Träume. Aber jetzt wird es doch echt ein bisschen wild und viel. Vor allem, weil sie gleich im Dutzend auftreten. Und das ist halt durchaus etwas lästig auf Dauer. Na komm her, wenn du dich traust. Komm. War's das jetzt? Meine Fresse. Was hat er alles? Ach, ich höre schon wieder eine. So, noch eine. Zwei. Drei. Okay, jetzt mal ein bisschen nach vor. Na kommt her. So, das Ingram-Zeichen, falls das Ingram-Zeichen sind, das sagt ja, wir sollen hier runter. Irgendwie, ne? Nee, jetzt ernsthaft? Na, Gnarf.